Ein Jahr Maloche fürs Vaterland. Verpflichtend. Und das für ein Taschengeld. Vor 2011 war das die Normalität für jeden jungen Mann. Direkt nach Schule oder Ausbildung, entweder Bundeswehr oder Zivildienst. Wir haben in der CDU durchaus einen Reparaturbedarf gesehen für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und ich glaube schon, dass ein Dienstjahr dafür hilfreich sein kann. Also wieder zurück in Zukunft. Brauchen wir ein soziales Pflichtjahr? Wir von Represent sind für euch in den Bundestag gegangen und haben nachgefragt. Einen Pflichtdienst einzuführen, offenbart, finde ich, ein komisches Bild von jungen Menschen, weil die Argumentation zeigt ja eigentlich immer, wir glauben nicht, dass junge Leute sich für die Gesellschaft engagieren wollen, also verhelfen wir ihnen zu ihrem Glück, indem wir sie zwingen und dann merken sie schon selber, dass das wichtig ist. Halte ich für Blödsinn. Ein Jahr Arbeit für die Gesellschaft soll helfen, den Zusammenhalt in Deutschland zu stärken, sagen die Befürworter. Andererseits, auch ohne den Zwang engagieren sich junge Menschen. Wie Melli. Sie leistet gerade ihren Bufti in einer Einrichtung in Berlin ab. Fast 40.000 machen jedes Jahr einen Bundesfreiwilligendienst. Etwa 55.000 arbeiten zurzeit im FSJ. Zum Vergleich, 2010 haben etwa 78.000 junge Männer Zivildienst gemacht. Dass wir eben befördern, dass junge Menschen sich aus Überzeugung entscheiden, sich in dieser Form zu engagieren. Nicht, weil sie dazu gezwungen werden. Die AfD steht übrigens für die Wiedereinführung der Wehrpflicht und für die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht für alle, die nicht Mütter sind. Jedenfalls wird man sehen, die bloße Wiedereinführung der Wehrpflicht, wie wir sie einmal hatten, die ist nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Wir wissen aus der Shell-Jugendstudie und anderen, dass junge Menschen sich immer stärker engagieren, auch politisch interessieren. Aber wir leben in einer Gesellschaft, in der sind die Rahmenbedingungen wichtig. Und wenn die nicht stimmen, wenn ich mich nicht finanzieren kann, wenn die Perspektive unklar ist, dann werde ich mich nicht dafür entscheiden. Etwa 400 Euro bekommt ein Bundesfreiwilligendienstler, kurz BUFDI, maximal im Monat. Das ist ein besseres Taschengeld. Leben lässt sich damit schlecht. Die Bundeswehr bietet ein Jahr für Deutschland an. Eine Art freiwilliger Ersatz für die Wehrpflicht und so eine Art Schnupperwehrdienst von etwa 12 Monaten. Sold 1.550 Euro pro Monat. Bewerbungsstart ab 1. September diesen Jahres. Das, was Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt unter dem wirklich merkwürdigen Titel Heimatschutz anbietet, ist was gänzlich anderes als Freiwilligendienste. Da soll man ja auch ein ordentliches vierstelliges Gehalt am Ende rausbekommen. Das hat also offensichtlich nichts zu tun mit der Wirklichkeit, auf die man bei einem freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr oder auch im Bundesfreiwilligendienst trifft. Ein solcher Dienst, egal wie er geleistet wird, ist aus meiner Sicht der Kitt, der die Gesellschaft in schwierigen Zeiten zusammenhält. Was sagt das über uns als Gesellschaft aus, wenn wir für den Schnupperwehrdienst 1.550 Euro pro Person ausgeben, aber nur 400 Euro für einen Menschen, der sich im sozialen Bereich freiwillig engagiert? Ich halte nichts davon, den Bundesfreiwilligendienst und das Militär gegeneinander auszuspielen. Die Personalentwicklung in der Bundeswehr zeigt uns, dass wir dort dringende Bedarfe haben. Deswegen ist es auch notwendig, die Dienste finanziell attraktiv auszugestalten. Es gibt ganz sicher auch Bedarfe im Bereich der Bundesfreiwilligendienste. Da ist es auch so, dass sich natürlich die Wünsche nachvollziehen lassen, auch Wünsche nach einer besseren Entlohnung. Aber ich finde es in der Gesamtsituation wichtig, dass wir bei diesen Freiwilligendiensten nicht nur das Thema Anreize und Entlohnung in den Vordergrund stellen, sondern sehen, dass die allermeisten sich für einen solchen Dienst entscheiden, weil sie persönlich motiviert sind. Okay, soweit dazu. Ist ein klares Statement. Ein verpflichtender Dienst war lange normal in Deutschland. 21. Juli 1956. Die Bundesrepublik führt die Wehrpflicht ein. Nicht für alle, denn das Grundgesetz erlaubt, den Wehrdienst zu verweigern. Aus ethischen Gründen. 10. April 1961. Die ersten 340 Kriegsdienstverweigerer treten ihren Dienst an. 2002. Die Zahl der Zivildienstleistenden erreicht ihren Höchststand bei fast 136.000. 2011. Die Wehrpflicht und der Zivildienst werden abgeschafft. Der Ersatz? BUFDI. Übrigens, unsere Quellen findet ihr in der Infobox unter dem Video und wenn euch unser Kanal gefällt, dann drückt doch den Abo-Button. Melli Matusewicz macht ihren BUFDI im Kreativhaus. Das ist ein Zentrum, in dem Leute jeden Alters Theater spielen, tanzen und sich kreativ ausleben können.
Ich persönlich arbeite aktuell im Creamix-Team, wo wir unter anderem Theaterstücke für Kinder vorbereiten und aufführen. Melli hat sich für den Bufti entschieden. Nachdem ich mein Studium ziemlich schnell abgebrochen habe und dann ziemlich lange, einige Monate so im Nichts geschwebt bin und dann ja, mich aufgerafft habe und mir gedacht habe, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, egal was, aber ich brauche mal wieder eine gescheite Tagesroutine. Ich möchte irgendwas Vernünftiges machen, irgendwas, was einen Sinn hat. Auch Kevin Kühnert war in seinem Zivi in einer Jugendeinrichtung. Damals im Kinder- und Jugendbüro Steglitz-Zehlendorf. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir mit Kita-Kindern, 3-, 4-, 5-jährige Kita-Kinder, dass wir mit denen einen kompletten neuen Spielplatz geplant haben. Und der wird bis heute super angenommen und die Zuständigen im Amt haben sich gefreut, dass sie endlich mal nicht einen 0815 Spielplatz planen mussten. Als ich hier in Ueckermünde Abitur gemacht habe, war die Wehrpflicht ja schon ausgesetzt. Meine Idee war es dann, mich aufs Jurastudium vorzubereiten. Ich habe allerdings ein Jahr noch vorher hier in Ueckermünde das Büro eines CDU-Landtagsabgeordneten aufgebaut. Und für mich war es schon so, dass ich mit den Berührungspunkten eben mit der Landespolitik damals eben auch einiges gelernt habe, gerade über das Thema Selbstorganisation und Disziplin. Das hat mir später in meinem Jurastudium geholfen. Die Menschen, auf die ich hier treffe, sind ganz unterschiedlich. Hier treffe ich viel auf Mütter, dadurch, dass ich eben auch eine Krabbelgruppe leite, was auch sehr interessant für mich ist, weil das auch eine ganz andere Welt für mich ist. Die Buftis erinnern sich positiv an ihre Dienstzeit. 90% würden den Bufti ihren Freunden und Freundinnen weiterempfehlen. 80% glauben, dass der Dienst sich positiv auf ihre Persönlichkeit ausgewirkt hat. Und am Ende? 65% der Befragten finden, dass der Bufti zu ihrer beruflichen Entwicklung beigetragen hat. Die Zeit hier im Kreativhaus hat mir ein bisschen bewiesen, dass ich auch aus mir herauskommen kann und vor allem auch, dass mein Herz für die Theaterarbeit schlägt. Ich glaube, ein verpflichtendes soziales Jahr würde keinem wehtun. Und ich glaube, unsere Generation braucht da auch einen kleinen Arschtritt und hätte es da auch ganz gut nötig, einfach so eine Verpflichtung draus zu machen. Als 2011 im Bundestag die Aufhebung der Dienstpflicht debattiert wurde, war einigen schon klar, dass der Wegfall des Zivildienstes ein Problem ist für soziale und medizinische Einrichtungen. Das klappt ja allein schon rechnerisch nicht, weil wir 90.000 Zivildienstleistende im vergangenen Jahr hatten, sie aber 35.000 Freiwilligendienstleistende anstreben. Wir müssen natürlich, und das möchte ich hier nochmal unterstreichen, aber auch sagen, dass wir zum Beispiel das Instrument des Zivildienstes, der ja mit abgeschafft worden ist, bisher als Motivationspunkt nicht ausgleichen haben können. Und jetzt fehlen mindestens 40.000 Billigarbeitskräfte in der Pflege. Tatsache, bis heute hat sich nicht viel geändert. Immer noch sind 40.000 Stellen unbesetzt und der Bedarf in unserer alternden Gesellschaft steigt. Da wird also ein gesellschaftlicher Missstand auf dem Rücken von jungen Menschen ausgetragen, die als Lückenbüßer in Pflegeeinrichtungen oder anderswo dienen müssen. Und das ist nicht in Ordnung. Das sagt auch Volkes Stimme. Nur 22% sind dafür, wegen des Pflegenotstands einen sozialen Pflichtdienst einzuführen. 79% wollen lieber eine bessere Bezahlung für die Jobs. Grundsätzlich ist der Großteil der Bevölkerung aber für einen Pflichtdienst, etwa 2/3. Wunderbar. Am umstrittensten ist die Forderung unter der jungen Bevölkerung. Die Menschen also, die es auch direkt betrifft. Hier sind nur 50% für einen Pflichtdienst. Was ich ganz klar sagen kann, ist, dass sowohl für die SPD als auch für die Jusos gilt, dass wir aus prinzipiellen Gründen einen Pflichtdienst für junge Erwachsene ablehnen. Einen Pflichtdienst einzuführen könnte verfassungsrechtlich schwierig werden. Denn es bräuchte dafür wohl eine Änderung des Grundgesetzes und die kriegt man nur mit einer Zweidrittelmehrheit. Das wird kurzfristig nicht zu erreichen sein. Der Vorteil einer Dienstpflicht kann natürlich sein, dass wir unter dem gemeinsamen Dach eines Deutschlandjahres verschiedene noch unverbundene Angebote zusammenführen könnten. Die Regierung versucht aktuell eher, den Weg in den Bufti für die unter 27-Jährigen zu vereinfachen. Denn wir haben zum Beispiel die junge Frau, die mit ihrer kleinen Tochter sich engagieren würde, aber nachmittags eben ihr Kind betreut. Hier kommt nur Teilzeit in Betracht. Was glaubt ihr? Brauchen wir zusätzlich ein verpflichtendes Dienstjahr für junge Menschen? Von Herzen, liebe Soldatinnen und Soldaten, wir sind stolz auf Sie. Und habt ihr selbst schon mal darüber nachgedacht, einen Freiwilligendienst zu leisten? Oder ihr habt vielleicht sogar schon mal einen gemacht? Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare.